Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Pittoreske Ansichten in den Kordilleren. Die Kaskade von Tequendama. Das Plateau, auf welchem die Stadt Santa Fe de Bogota liegt, hat in mehreren Zügen Ähnlichkeit mit demjenigen, auf welchem sich die mexikanischen Seen befinden. Beide sind höher als das Kloster auf dem St. Bernhard, und zwar ist das erste 2660 Meter und das zweite 2277 Meter über dem Meeresspiegel erhaben. Das Tal von Mexiko ist mit einer Zirkelmauer von Porphyrgebirgen umgeben und in seiner Mitte mit Wasser bedeckt, indem keiner der vielen Gießbäche, die sich in dieses Tal herabstürzen, ehe die Europäer den Kanal von Huehuetoca gegraben hatten, in demselben einen Ausfluss fand. Das Plateau von Bogota ist gleichermaßen mit hohen Gebirgen eingefasst und der waagerechte Zustand seines Bodens, seine geologische Beschaffenheit, die Form der Felsen von Suba und Facataliva, die sich wie Eilande in der Mitte der Steppen erheben, alles scheint hier das ehemalige Dasein eines Sees zu verraten. Der Fluss Funza, welcher gewöhnlich Rio de Bogota heißt, hat sich, nachdem er alle Wasser des Tals aufgenommen hat, durch die Gebirge, die südwestlich von der Stadt Santa Fe liegen, ein Bett gebrochen. Bei der Pächterei Tequendama verlässt er das Tal und stürzt sich durch eine enge Öffnung in eine Kluft, die sich gegen das Bassin des Magdalenenflusses herabzieht. Versucht man es, diese Öffnung, die einzige in dem Tale von Bogota, zu verschließen, so würden diese fruchtbaren Ebenen sehr bald in einen See, welcher den mexikanischen Seen ähnlich wäre, verwandelt sein. Es ist gar nicht schwer, den Einfluss zu entdecken, welchen diese geologischen Tatsachen auf die Traditionen der alten Bewohner der Gegenden gehabt haben. Indes wollen wir nicht entscheiden, ob der Anblick dieser Orte selbst bei Völkern, welche von der Zivilisation nicht mehr sehr fern waren, auf Hypothesen über die erste Revolution des Globus geleitet hat, oder ob die großen Überschwemmungen im Tale von Bogota neu genug gewesen sind, um sich im Andenken der Menschen zu erhalten. Überall vermischen sich historische Überlieferungen mit religiösen Meinungen. Und es ist merkwürdig, hier an diejenigen zu erinnern, welche der Eroberer dieses Landes, Gonzalo Jiménez de Quesada, als er zuerst in die Gebirge von Cundinamarca eindrang, unter den Muiscas, Panchas und Natagaimas-Indianern verbreitet gefunden hat. In den ältesten Zeiten, ehe noch der Mond die Erde begleitete, erzählt die Mythologie der Muiscas oder Mosca-Indianer, lebten die Bewohner des Plateau von Bogota als Barbaren, nackt, ohne Ackerbau, ohne Gesetze und ohne Religion. Plötzlich erschien aber ein Greis unter ihnen, welcher unter den Ebenen östlich von der Cordillera von Singaza kam und von einer anderen Rasse zu sein schien als der der Eingeborenen, indem er einen langen, starken Bart trug. Er war unter drei verschiedenen Namen bekannt, nämlich als Bochica, Nemketeba und Zue. Dieser Greis lehrte die Menschen, gleich Manco Capac sich zu kleiden, Hütten zu bauen, die Erde zu bearbeiten und sich in Gesellschaft zu vereinigen. Bei sich hatte er eine Frau, welcher die Tradition ebenfalls die Namen gibt, und zwar Chia, Yubekai Guaya und Huitaka.
Dieses Weib, das außerordentlich schön, aber auch ebenso boshaft war, arbeitete ihrem Manne in allem, was er zum Glücke der Menschen unternahm, entgegen. Durch ihre Zauberkünste machte sie den Fluss Funza anschwellen, dessen Wasser das Tal von Bogota überschwemmten. In dieser Flut kamen die meisten Einwohner um und nur einige retteten sich auf die Spitze der benachbarten Gebirge. In seinem Zorne hierüber verjagte der Greis die schöne Huayataka weit von der Erde und sie wurde zum Mond, der von da an unseren Planeten bei Nacht beleuchtet. Endlich zerriss Bochica sich der auf den Gebirgen umherirrenden Menschen erbarmend mit mächtiger Hand die Felsen, welche das Tal von der Seite von Canoas und Tequendama schließen, ließ die Wasser des Sees von Funza durch diese Öffnung abfließen, vereinigte die Völker aufs Neue im Tal von Bogota, baute Städte, führte die Anbetung der Sonne ein, ernannte Oberhäupter, unter welche er die geistliche und weltliche Macht verteilte, und zog sich am Ende unter dem Namen Idacanzas in das heilige Tal von Iraca bei Tunja zurück, wo er in Übungen der strengsten Buße noch über 2000 Jahre lang fortlebte. Reisende, welche die imposante Lage der großen Kaskade des Tequendama gesehen haben, werden sich nicht wundern, dass so hohe Völker diesen Felsen, welche wie von Menschenhänden durchgehauen scheinen, diesem engen Schlunde, in den sich ein Fluss stürzt, der alle Wasser des Tals von Bogota aufnimmt, diesen Regenbogen, die in den schönsten Farben glänzen und jeden Augenblick ihre Form verändern, dieser Dunstsäule, die sich wie eine dicke Wolke erhebt und die man in einer Entfernung von 5 Meilen bei einem Spaziergang um die Stadt Santa Fe noch erkennt, dass sie allem diesem einen wunderbaren Ursprung gegeben haben. Von solchem majestätischem Schauspiel kann ein Kupferstich nur eine schwache Vorstellung geben, denn wenn es schwer ist, die Schönheiten einer Kaskade zu beschreiben, so ist es noch weit schwerer, sie in einer Zeichnung fühlbar zu machen. Der Eindruck, den sie auf die Seele des Beobachters machen, hängt von mehreren Umständen ab. Die Wassermasse, die sich herabstürzt, muss in richtigem Verhältnis zur Höhe ihres Falls sein und die sie umgebende Gegend einen romantischen, wilden Charakter haben. Die Pissoirs und der Staubdach in der Schweiz haben eine sehr große Höhe, aber ihre Wassermasse ist unbeträchtlich. Der Niagara und der Rheinfall hingegen zeigen eine ungeheure Wassermasse, aber ihr Fall ist nicht über 50 Meter Höhe. Eine Kaskade, die mit nur wenigen erhabenen Hügeln umgeben ist, macht weniger Wirkung als die Wasserfälle, die man in den tiefen Tälern der Alpen, der Pyrenäen und besonders der Andenkordillera sieht. Außer der Höhe und dem Umfang der Wassersäule und außer der Gestaltung des Bodens und dem Anblicke der Felsen gibt die Kraft und die Form der Bäume und der Graspflanzen ihre Verteilung in Gruppen oder einzelne Sträuße und der Kontrast zwischen den Steinmassen und der frischen Vegetation solchen großen Naturszenen einen besonderen Charakter. So würde der Sturz des Niagara noch weit schöner sein, wenn seine Umgebungen statt sich unter einer nördlichen Zone in der Gegend der Pinien und Eichen zu befinden, mit Heliconia, Palmen und baumartigem Farnkraut geschmückt wären. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.
natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.